Blub, blub, Leute. Willkommen zu diesem kleinen Angezockt. Das hier ist ein Replay aus dem Stream, weil die Streamaufnahme war ein bisschen hakelig und so, weil ich ein bisschen was falsch eingestellt hatte. Aber hier geht es um Far Loan Sales und deshalb habe ich mich entschieden, das nochmal aufzunehmen. Denn es ist ein schönes Spiel. Es ist sehr simplistisch gehalten. In vielem, aber das werden wir auch gleich sehen. Ihr seht schon allein jetzt schon diese Wolken im Hintergrund, die sehr künstlerisch sind, also sehr wie so ein Ölgemälde so ein bisschen. Und das ganze Spiel sieht so aus. Ja, obwohl nicht nur, aber zum Großteil sieht es so aus. Und es ist eine Reise, um zu entdecken, was mit der Menschheit passiert ist. In einer postapokalyptischen Welt ohne Zombies, ohne all den Kladderadatsch, den man sonst so hat, sondern einfach nur... Ja, die Einsamkeit, ich meine, es heißt Lone Sails, also einsame Segelei. Also es bezieht sich nicht auf die Segel, sondern auf das Segeln. Und anscheinend geht es sehr weit, denn es heißt ja auch Far, ne? Egal. Wir schauen uns das jetzt einfach nochmal an. Das spielt man komplett mit der Tastatur. Ich kann euch also leider auch nicht genau zeigen, was ich meine, wenn ich irgendwas sage. Also müsst ihr gut hinschauen, denke ich. Mal gucken. Ja, fangen wir einfach nochmal an. Man hat auch nur einen Speicherstand, was sehr interessant ist. Und man spielt dieses kleine Männchen hier. Oder Frauchen, I don't know. Dieses Wesen. Oh, und die Musik ist schön, Leute. Die Musik ist richtig, richtig schön. Ja, und wir sind dieses Wesen hier. Steuern mit den Richtungstasten einfach nur. Können springen, wenn wir nach oben drücken oder auch Leertaste drücken. That's about it. Mehr Eingaben gibt es eigentlich momentan nicht, soweit ich weiß. Hier ist irgendwie eine Person, die uns wohl wichtig war oder so etwas, abgebildet. Ich weiß es nicht. Doch, es gibt noch eine Eingabe und zwar kann man ranzoomen. Warte mal, das können wir vielleicht mal hier bei der Person machen. Scheint sehr windig zu sein, ne? Was sehr gut ist, wenn man segeln will. Ja, man kann die Person trotzdem nicht viel besser erkennen. Weder das Mannequin hier, noch den, der dort abgebildet ist. Und ich kann rauszoomen. That's it. Und ich kann noch eine Sache machen. Ich kann nämlich Sachen in die Hand nehmen. Und zwar zum Beispiel das hier. Ich kann die... unsere Briefbox mitnehmen. Unseren Briefkasten. Super. Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Ding machen soll. Was ich aber weiß, ist, dass man hier drauf drücken muss. Und dann geht das Licht an und das Fenster auf. Und die Tür da hinten. Und... können wir hier vielleicht noch... Ne, hier können wir nichts mitnehmen, ne? Ne, okay, nur das Ding hier. Nehmen wir es mal mit. Ich weiß nicht, ob man es mitnehmen muss. Keine Ahnung. Oh, anscheinend... das habe ich im Stream gar nicht gesehen. Waren es mal zwei Leute? Und hier seht ihr die Blaupausen für so eine Maschine. Und diese Maschine werden wir hier bedienen in diesem Spiel. Ja, und hier lernen wir halt, dass wir auch ranzoomen können. Die Maschine werden wir in diesem Spiel bedienen. Ich glaube, diesmal nehmen wir den Koffer mal mit. Wir schubsen den mal durch die Gegend. Schwups! Okay, sehr gut. Und den nehmen wir jetzt mit. Sonst können wir den nämlich nicht mitnehmen. Weil ich später nicht mehr, wenn ich bei der Maschine bin, nicht mehr zurückkomme. Aber schaut euch mal diesen wunderschönen Hintergrund an. Diesen Vordergrund. Alles. Es ist einfach richtig cool gemacht. Es ist sehr, sehr schwarz-weiß. Also sehr monochrom gehalten. Bis auf ein paar kleine Farbklecks. Und das gibt dem Ganzen so einen gewissen Stil. Der nicht unschön ist, möchte ich meinen. Und wir können nicht ohne Koffer gehen und ohne unseren Briefkasten natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, wo wir den da anhängen sollen, aber kann man sich ja irgendwo unterbringen. Oh, eine Möwe. Hallo Möwe, kann ich... bisschen zu nah leider. Schade. Nein, wir müssen unseren Koffer mitnehmen. Ich will den Koffer mitnehmen. Spiel, lass mich den Koffer mitnehmen. Und wenn das hier 20 Minuten länger dauert, ist mir egal. Warte mal. So. Im Hintergrund diese Industrieanlagen, die schon lange nicht mehr Rauch speien oder nichts mehr von sich geben. Oh, hier muss ich hier drüber. Ich nehme den Kram diesmal mit. Im Stream habe ich es nicht geschafft, den Koffer auch noch zu holen. Aber hier mache ich es. Hier nehme ich den Kram alles mit. Hier vorne irgendwelche Boote, Strandkörbe, wie das ja aussieht, da ganz vorne. Sehr, sehr interessant. Wenig Wasser noch übrig. Also es sieht nicht mehr wirklich nach einem Meer aus, nur noch mehr nach einem versifften Tümpel. Hier vorne ein Steg oder die Reste von einem Steg. Also es handelt sich um eine sehr zerstörte Welt und soweit ich gelesen habe, soll man während der Reise
ein wenig mitbekommen, wahrscheinlich auch nicht in direkten Worten, aber mehr so in dem, was man so findet, wieso die Welt nicht mehr bevölkert ist. Bis auf unser kleines Männchen hier. Deswegen kam ich auch nicht mehr zurück. Vor allem hat mich dann auch die Kamera aufgehalten, meine ich. Und hier ist unsere Maschine. Hier ist sie. Und die müssen wir jetzt in Gang bringen. Vorher gehen wir mal da hoch. Ihr seht, hier sind viele Knöpfe. Ich weiß schon, was die meisten Knöpfe machen. Nein. Ich weiß, dass ich die Sachen da dranhängen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich den Koffer auch da dranhängen kann. Ja, kann ich. Sehr gut. Wir können ja nicht ohne unseren treuen Koffer hier gehen, ne? Das geht ja nicht. Also, wir brauchen ja unsere Sachen. Wo auch immer die Reise hinführt, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kenne nur ein paar kleine Etappen auf dem Weg. Ein paar kleine. Und das ist es dann auch. Hier steht noch ein Stuhl. Wir haben da oben eine Lampe. Jetzt haben wir auch unseren Briefkasten hier dabei. Wir haben hier ein Bett. Also wir können dort oben auch nächtigen. Das hier ist ganz wichtig. Das hier ist nämlich unser Treibstoff, diese Kisten. Wie ihr seht. Zap. Wir haben wieder Energy. Und wir werden mit dem Treibstoff zwar nicht weit kommen, aber es soll ja eigentlich ums Segeln gehen. Und wenn euch das auffällt, was auffällt hier oben, da sind keine Segel. Hier sollte ein großes Segel sein, drei Stück. Sind aber leider nicht da. Und oh, seht ihr, wie wir so herunterfällt und dann so gleitet. Die Segel sind aber nicht da. Das ist auch nicht schlimm. Hier können wir übrigens auch raus. Denn wir werden. Ich kann das Ding sogar ziehen damit, okay. Wir werden die Segel noch bekommen, aber das dauert ein klein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part auch gehen wird, Leute. So 30 Minuten oder so, stelle ich mal drauf ein, ne? Wir haben da oben, das zeige ich noch kurz, auch noch einen Wasserschlauch. Denn wenn wir irgendwo gegenkrachen, kann es anfangen zu brennen und dann müssen wir den Quatsch löschen. Hier ist der Antrieb, also hiermit schalten wir ein mit dem rechts. Hiermit bremsen wir, wie ihr da unten seht. Da unten ist die Bremse gerade rausgekommen. Und mit dem Ding hier lassen wir den Dampf raus, falls wir überhitzen. Das wäre nicht gut. Ja, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal und reißen alles ein. Ich weiß auch nicht, wie man anders hier durchkommt. Ich sollte aber ganz kurz nochmal, entschuldigt bitte. Das Volume ist doch sehr, sehr hoch. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das wird nicht zu leise, denn wir wollen die Musik hier auch noch hören. Es gibt leider nur diesen einen Button zum Einstellen. So, wir können jetzt auch weitergucken. Ah, sieht das nicht geil aus? Ich mag diese Maschine. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass der Dampf nicht zu heiß wird. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Nämlich, dass das Ding nicht mehr weiterfährt. Wir müssen immer dafür sorgen, dass sie weiterfährt. Wir brauchen Energie. Dafür sollten wir auch darauf achten. Hier liegen manchmal Kisten rum, die wir dafür nutzen können. Anscheinend fährt sie mit, ja, mit Dampf und wird halt mit Verbrennung angetrieben. Sollten hier nicht eigentlich schon die Kisten sein? Ah, ne, die kommen hier hinter. Die ersten, weil uns langsam nämlich die Energie ausgeht, was nicht so geil ist. Aber wir sollten es gerade zu den ersten Kisten schaffen. Ich finde es einfach geil, diese Maschine finde ich super. Und die Musik dabei, schaut mal, die geht nur, wenn die Maschine läuft. Ist voll gut. Nur leider haben wir jetzt keinen Treibstoff mehr. Ich kann die Kiste hier noch nutzen als Treibstoff. Und deswegen können wir den. Falsch. Ich drücke falschen Knopf, Leute, ich bin doof. Aber deswegen können wir das ja hier aufhängen. Um uns so ein bisschen Treibstoff zu sichern. Boah, das ist so geil, wie die Maschine anspringt, ne? Und dieses Explosionsgeräusch dabei einfach. Und es ist so schön, diese Melodie für die Reise. Ah, I love it. Und ich glaube, wir kriegen immer so einen Schub, wenn wir den Dampf ablassen. Ah, da sind die ersten Kisten. Perfekt. Wie bestellt. Aber wir müssen noch nicht mal bremsen, wirklich. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Und dann sammeln wir die Kisten mal schnell ein. Ja, war doch schon mal ein guter Weg, gute Reise. Und ich bin diesmal weitergekommen als im Stream, was sehr angenehm ist. Ups. Da legen wir es einfach mal hier ab. Warte. So. Ganz schön mal die Kisten dort eingesammelt. Gehört auch dazu zu dem Spiel. Also sollte man das tun. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Kabel wirklich gut sind, weil ich kann nur nach rechts fahren, Leute. Ich kann nicht nach links fahren. Das heißt, das vordere Kabel, I don't know,
Vielleicht damit ich das Ding aus dem Schlamm ziehen kann, wenn es mal notwendig ist oder so. Oder verankern kann. Ich weiß es nicht. Es sind wohl Rätsel, die mir noch nicht untergekommen sind. Denn hier sind auf jeden Fall Rätsel auch mit dabei. Um weiterzukommen, muss man immer so ganz kleine Rätsel, so Anfang kleine Rätsel lösen. Vielleicht werden die später komplizierter, wer weiß. Kann ich leider nicht sagen. Soweit habe ich nicht gespielt bisher. Das war gut. Bist du wieder runter? Bitte mit mir. Ja, damit. Aber direkt oben aufgehangen, finde ich klasse. Das hängen wir auch auf. Und die anderen beiden... Was auch immer diesen Aufzug antreibt, by the way. Aber die anderen beiden stoppen wir da rein. Denn wir werden die Energie jetzt brauchen. Ja, ich glaube, die letzte Kiste... Nee. Das wollte ich nicht. Mit der letzten Kiste warten wir noch. Bis wir die da... Upsala, reinstöppeln. Weil... ich kann aber schon mal da auflegen. Weil wir sind voll praktisch. Und das würden wir verschwenden wahrscheinlich. Den Treibstoff. Also fahren wir weiter. Unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die fängt gerade erst an. Ich werde es wahrscheinlich nicht durchspielen als LP oder sowas. Aber, oh Gott, hoffe ich kriege das richtig abgemischt von der Melodie. Die ist ja super laut. Also durchspielen werde ich es nicht. Aber wir werden jetzt einfach mal einen kleinen angezockt Part machen. Ich finde es ein tolles Spiel. Das kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Oh, und ich sollte vielleicht dafür sorgen, dass das Ding hier auch anbleibt. Ich will euch nur so viel von der Umgebung zeigen wie möglich. Weil das ist so schön. Und so einsam eigentlich, diese Umgebung. Außerdem will ich sehen, wenn neue Kisten kommen. Und ich finde es cool, dass man während der Reise auf diese Maschine praktisch so aufpassen muss. Naja, ob wir mit dem Schub weiterkommen? Ich glaube es ja nicht, ne? Ich glaube nicht, dass der Schub reicht. Okay, gib Gummi. Sehr schön. Ja, so halb. Ist aber nicht so schlimm, denn da sind Kisten. Ja, das hier ist, wie gesagt, die Bremse oder auch der Notstopp. Den werden wir noch ein paar Mal brauchen, Leute. Oh, oh. Das ist okay. Die sollte ich alle rankommen. Wir können hier drunter. Wir können nur nicht... Also bis hierhin können wir drunter, aber nicht viel weiter. So. Die Kisten nehmen wir natürlich alle wieder mit. Wir brauchen den Treibstoff unbedingt noch. Noch. Später auch, um sich aus dem Dreck zu ziehen. Oder so etwas. Oder extra Schub zu geben. Aber später haben wir Segel. Und ja, mit Segeln ist das Leben viel leichter, wenn hier so viel Wind ist, ne? Natürlich, wenn man in eine Flaute kommt, dann braucht man wieder Treibstoff. Wir kriegen auch noch besseren Treibstoff. Die Kisten sind halt so halbe Füllung. Und ich habe gesehen, es gibt... also wir haben im Stream das gesehen. Da gibt es so ein Fass. Ein rotes... Ich schätze mal ein Ölfass. Und das ist eine ganze Füllung. Das ist super. Denn mehr Treibstoff gleich mehr gut, oder? Ja, würde ich schon sagen. So, schön darunter. Die Sachen lassen wir alle mal hier unten liegen. So, und jetzt das noch. Super. Oder eins können wir schon raufschieben. Okay. Denn wir wollen ja hier weitermachen. Ja, es ist nicht gut erklärt, das Spiel. Ich selbst hatte da auch erstmal ziemliche Probleme. Ja, geht gut. Ganz schön das Steam-Aufbau so am Anfang, wenn es erst anläuft, ne? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass der Steam wichtig ist für das Ding, damit es ordentlich fahren kann. Oh, schaut mal an, wie wir hier durchbrettern. Das ist so cool. Oh, warum hört es jetzt auf? Okay, passt aber. Ah, seht ihr, da sind noch mehr Kisten. Ich bin geneigt, hier anzuhalten. Dass der Dampf wird auch zurückgehen, wie ihr seht da oben, wenn ich anhalte. Ich glaube, wir halten besser an und ja, mit der Bremse bleibt es nämlich stehen. Ansonsten, wenn wir weiter hochfahren, dann rollt es zurück und droht uns zu überrollen. Ich weiß nicht, ob es das kann. Ich hoffe nicht, aber wir wollen es ja nicht testen, ne? Ich zumindest nicht. Hey, wir haben richtig viel Treibstoff, das ist klasse. Wir müssen nur aufpassen, dass er hinten nicht wieder rausrollt. Das könnte passieren. Ich war auch so doof und habe ein paar Sammel-Items einfach hinten rausrollen lassen, wohl, im Stream. Ich habe es zwar in der Videoaufnahme nicht mehr sehen können, aber, naja. Vielleicht ist es auch nicht rausgerollt, es war auf jeden Fall weg. I don't know. Ja, komm, du sollst, nee, nicht buggen. Dammit. Meh. Nein, ich wollte doch, oh, ist das doof. Ich bin so doof. Okay, du dahin. Du kommst hier auch schön mit.
Ist halt doof, dass ich nicht mit einem da hochspringen kann. Ich werde mir ein bisschen tricken, geht das, aber... Das waren zwei, das war einer zu viel. Aber jetzt haben wir immerhin volle Energie, ist doch schon mal gut. Oben steht das rote Fass. Wie gesagt, wenn wir das dort reinpacken, ist der Generator auch direkt voll. Beziehungsweise unsere Energiereserven sind auch direkt voll. So. Dann will ich das Fass noch da runterholen. Man weiß ja nie. So, nicht, dass es anfängt zu brennen oder so. Hier kann es zumindest nicht rausfliegen. Gut, weiter geht die Reise. Ich finde es ganz schön, so kann man sich auch ein bisschen die Umgebung hierbei anschauen, wenn man nicht dauernd Gas gibt, ne? Geht ja nicht darum, hier schnellstmöglich durchzukommen, sondern auch ein bisschen was von der Reise zu haben. Das klingt irgendwie alles so falsch. Ah, guck mal, wie wir Dampf geben. Gibt ein bisschen mehr Speed, habe ich das Gefühl. Wir sehen übrigens rechts von dem Energiebehälter auch unsere Schadensanzeige. Also rechts ist der maximale Speed, glaube ich, den wir draufkriegen können. Also unser Motor praktisch, wie beschädigt er ist. Und rechts daneben dieser Schrägbalken, das ist unsere generelle Lebensenergie praktisch. Also wie die strukturelle Integrität unseres Gefährtes noch ist. Ich sollte, glaube ich, mal anhalten. Ja, okay. Ein bisschen können wir noch. Denn ich will nicht in irgendwas reinrasen. Das habe ich im Stream gemacht. Da war unser Gefährt ziemlich hinüber. Super geil. Aber jetzt werden wir eh gleich anhalten. Kriegen hier noch einen schönen... schöne Kiste. Super. Und einmal müssen wir uns auch leer laufen lassen, damit wir das Fass auch ordentlich verwenden können und nicht verschwenden. So. Schub's mal nach. Wunderbar. Und bam. Aha, ist genau so gedacht, habe ich das Gefühl. Genau so gedacht. So, schauen wir mal. Ich bin nämlich sicher, hier kommt gleich was sehr wehtun wird, wenn ich da nicht drauf reagiere. Aber ich finde es cool. Es ist irgendwie schön. Es ist ein simples Spiel. Aber deswegen nicht wirklich, nicht doof oder so. Nur weil es simpel ist. Ich glaube, da können wir nicht gegenkrachen. Schauen wir mal. Da können wir aber gegenkrachen, da müssen wir jetzt aufpassen. Erstmal Dampf ablassen und dann... Ja, hier müssen wir bremsen. Okay, hier können wir noch ein bisschen näher. Ja, das sollte sein, aber wir sollten nicht gegen den Stahl dort krachen. Zumindest nicht mit großer Geschwindigkeit. Dong. Hier müssen wir nämlich stehen, seht ihr? Jetzt ist da oben die Dings runtergegangen. Wir haben keinen Schaden genommen, das ist sehr gut. Sehen wir rechts, sehen wir Energie. Und hier oben ist diese Plattform runtergekommen. Denn da, was ihr dort am Haken seht, das sind unsere Segel. Tada. Und das Ding hier, was auch immer das ist, Murmel oder sonst irgendwas, das habe ich leider verschütt gehen lassen, indem ich es einfach nur hier reingeworfen habe, weil ich mir dachte, oh, ist safe. Ja, ist nicht. Ist nicht, Leute. Pack das Murmel-Ding lieber mal hier rein. So. Können wir es auch nicht verlieren. Oder ein Ball oder ich weiß nicht, was das sein soll. Aber hey, Collectibles oder so, ne? Kriegt zwar leider nichts sonst dafür, aber Collectibles, würde ich sagen. So, jetzt lassen wir die mal runter, die Segel. Hier wollte ich auf jeden Fall hinkommen an den Punkt. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es übrigens von den Entwicklern erhalten, also... Nee. Ist klar, ich bin immer biased, aber an sich finde ich es ein schönes Spiel. Das ist eine schöne Idee. Und ich bin eigentlich gespannt, was hier für eine Story noch kommt. Ah, und da sind unsere Segel. Und dann werden wir auch... Seht ihr? Wir werden jetzt hochgehoben. Mit einem Mechanismus. Also war das genau so geplant. Richtig so? Ja, okay. Und jetzt dreht sich der Dings wirklich ganz weg. Ja, okay. Der Kran hat sich weggedreht. Ja, also das kleine Mannequin hier hat das geplant. Wie auch immer das getan hat. Oh, jetzt kommen wir hier über die Segel hin. Hier oben so eine Aussichtsplattform. Tada! Und ja, jetzt können wir... nein, falscher Knopf. Diese Segel ausfahren. Ja, ich denke mal, das sollten wir... Ach ja, und diese Fahne. Ja, stimmt, das hatte Sapsi mir im Stream gesagt. Vielen Dank nochmal, Sapsi. Ich habe da drauf nicht reagieren können. Es war einfach zu viel auf einmal. Aber ja, natürlich, diese Fahne zeigt uns an, ob Wind ist oder nicht.
Und ob wir die Segel nutzen können. Und da sind die Segel. Oh, es sieht mega geil aus, finde ich. Aber auch hier sollten wir uns nicht weit von der Bremse entfernen. Wir können aber währenddessen nochmal eine Kiste so da reinschubsen. Okay. Warte mal, bevor wir zu schnell werden. Oder so. Okay. So, ich will nur die Möglichkeit haben, direkt zu bremsen. Ah, schaut euch das an. Wie cool, oder? Wie cool. Unsere Segel bringen uns jetzt einfach weiter. Ja gut, da müssen wir durch, ne? Ja, das... Ihr seht es auch, wir haben weitere Schadensanzeige von 4 anscheinend. Und das sind unsere Segel, wie beschädigt die sind. Weil die können auch beschädigt werden, werden wir noch sehen. Und wir sehen rechts, ganz neben diesen Schadensanzeigen, den Ticker, der hochtickt, wie weit wir schon gekommen sind. Anscheinend 600 Einheiten oder so. Das ist so cool. Bing, bing. Ja, und jetzt, das hier war wohl mal ein Meer. Da war ja gerade ein Leuchtturm. Das heißt, das hier ist ein ausgetrocknetes Meer oder ein Salzsee oder irgendeine, ja, ein ehemaliges Meer, das jetzt eine Wüste geworden ist. Kein Wasser mehr da. Was sehr strange ist. Wir haben übrigens unendlich viel Wasser an unserem Tank, also in unserem Gefährt hier. Um Feuer zu löschen. Also falls ich jetzt zum Beispiel gegen den Container gefahren wäre, volle Kanne, mit richtig Karacho und bergrunter, hätte es sein können, dass wir Feuer fangen. Dann hätte ich das Feuer löschen müssen. Und dann wäre auch unsere Schadensanzeige runtergegangen, aber hey. Der Vorteil daran, dass man das ein zweites Mal spielt, ist, dass man weiß, wo man gegenfahren könnte und schneller bremsen kann. Schneller reagiert. Oh, das ist so schön. Und jetzt um einiges energieeffizienter, denn wir verbrauchen keine. Wir werden einfach nur von dem Wind angetrieben, der vorher wahrscheinlich mal Schiffe hier lang gebracht hat. Ich meine, sieht unser Gefährt aus wie ein Schiff? Eigentlich auch nicht, ne? Aber es könnte aus Schiffteilen gemacht worden sein. Wir sehen auch hier ausgeschlachtete Schiffe. Oder so etwas in der Richtung. Also ein Schiffsfriedhof, an dem wir jetzt vorbeifahren werden. Ja, und hier gibt es wieder auf die Schnauze, wenn wir nicht aufpassen. Ich glaube, da kommen wir noch ziemlich gut durch. Auch ich hoffe auch ohne Schaden. Ja, aber da nicht. Und deshalb Bremse bitte. Ah, butterweich. Leute, butterweich. Super. Super, super, super. Ich weiß nicht, wie ich die Segel wieder einfahren kann. Das ist ein Problem. Aber ich weiß, dass wir hier unten lang müssen. Hier ist noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwas, um mein Gefährt zu reparieren. Aber bisher habe ich nicht rausgefunden, wie. Ich werde es trotzdem mal hier aufhängen. Denn ich weiß, dass das geht. Zap. Stehen da noch Koffer da unten? Die hätte ich natürlich auch gern mitgenommen. Aber da komme ich jetzt gerade nicht dran. Vielleicht gleich noch. Wird auf jeden Fall jetzt eine schöne Szene geben. Also eine Szene, wo ich echt Angst hatte im Stream. So, oh mein Gott, was? Was passiert denn da? Oh damn. Das zum Beispiel ist schon nicht so ganz geil. Das ist schon nicht so ganz geil, ne? Das ist schon so ein bisschen geil. Und vor allem, schaut euch das an, wir sind auf einem Schiff. Oh, wir haben eine Glocke, ja. Wir sind hier auf einem Schiff und dieses Schiff bricht praktisch schon durch. Und, als wäre das noch nicht genug... Ah, warte, die Glocke können wir auch so mitnehmen. Als wäre das nicht genug, sind wir über einem fucking Abgrund. Mit unserem schweren Gefährt. Oh Gott. Und jetzt das. Oh, da wird mir aber auch mulmig werden hier in dem Ding. In dem komischen Schiffchen. Alter Verwalter, ne? Alter Verwalter. So, haben wir aber geregelt. Da ist die Schiffsschraube übrigens aufgekommen. Das klingt zumindest so. Wir können die Glocke hier anbringen noch. Wenn wir wollen. Und dann können wir wahrscheinlich... Ach, die läutet gar nicht. Oh, wie traurig. Hiermit können wir übrigens mit dem Knopf hier oben... können wir das Seil wieder einfahren, wie ihr seht. Aber nur das eine, das andere irgendwie nicht. Und das ist strange, aber okay. Wir können die Bremse schnell lösen. Nur so ein Stück, denn ich will den Koffer mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man das muss oder so, oder ob das nur optional ist, aber ich will es trotzdem. Gib noch kein Gas. Erstmal warten, warten, warten.
meine, warum nicht? Ne? Kann man ja mal mitnehmen. Das ist ein schönes Souvenir. Kleidung anderer Menschen. Oder anderer Wesen. Was weiß ich, was hier alles noch herrscht. So, leider kann ich hier nicht aufhängen. Ich habe zu wenig Haken. Ich hätte gern mehr Haken. Das Ding hier? Ich kann das ja auch mitnehmen. Ja, warum nicht? Irgend so ein Brick. Nehmen wir mal mit, hä? Läuft. Ist doch einer, oder? Sieht aus wie ein Ziegelstein. I have no idea. Ist auch wurscht. Wir werden jetzt weiterfahren. Ein bisschen fahren wir noch. Ich will noch zu einem ganz bestimmten Punkt kommen. Oh, seht ihr das? Wunderbar. Der Wind... Oh, entschuldigt, Leute. Gerade ein Frosch im Hals oder so. Der Wind trägt uns weiter. Weiter in ferne Länder. Auf den Spuren der Menschheit. Durch die Wüste, durch die Ödnis. Aber der Schiffsfriedhof hat gerade erst begonnen. Da kommt jetzt noch ein ganzes Stück. Wie ihr seht. Ja, und jetzt wird es nämlich ein bisschen komisch. Klein, bunt und komisch. Immerhin verbrauchen wir gerade keine Energie. Das ist so ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, ob uns das schaden würde. Ich hoffe mal nicht. Wir sind ja so ein bisschen eisbrechermäßig geformt. Dass wir durch den Schutt hier kommen. Dann macht uns keinen Schaden. Gut. Ich weiß, dass man die Segel irgendwie einfangen kann. Ich habe nur keine Ahnung, wie. So. Das ist auch so ein bisschen heikel, ne? Wenn wir da... Oh Gott, wir können ja nicht mal steuern eigentlich. Wir können nur geradeaus fahren. Ist nicht das beste Gefährt so dafür. Schaut euch diese riesigen Schiffe an, Leute. Richtig krass. Und hier vorne so ein Oldtimer. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, welcher Zeit sind wir denn jetzt? Da auch dieser Truck vor diesem Schiff ist auch so ein bisschen Oldtimer-mäßig gestaltet. Die Busse... So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall anhalten. Das ist gefährlich. Hier ist eine Brücke auf Death and Doom. Ja, komm, so ein bisschen können wir noch. Und da ist auch Treibstoff, glücklicherweise. Nicht, dass wir ihn unbedingt bräuchten. Beim letzten Mal habe ich weit weniger Treibstoff gehabt. Aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit, ne? Natürlich. Okay, den packen wir aber, glaube ich, oben hin. Das wird nicht mehr so viel Platz. Horda! Ich... Ah! Nein, 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 nein! Das war dumm, das wollte ich nicht. Horda? Hat's mal reingeguckt. Store 15 Objects inside the Okomotive. Okay, das Ding heißt Okomotive. Übrigens heißt der Entwickler auch so, Okomotive. Sehr cool. Ja, dagegen wollte ich eigentlich nicht fahren. Danke, Spiel. Danke. Ich kann dummerweise auch nicht mehr zurücksetzen, weil es wäre zu einfach. Schätze ich. Wir haben 15 Objekte bei uns drin gehortet, ey. Ist ja geil. So, wir müssen jetzt nämlich hier raus. Und hier unten durch. Moment. Bevor wir hier irgendwas machen, bevor ich es gleich vergesse, denn die Brücke will ich noch hinter mir lassen und danach, denke ich, ist das angezockt ganz gut behandelt, oder? Dann ganz gut gezeigt alles. Ah, okay, wir müssen nur nochmal gegen den Knopf laufen und dann gehen die, wieder raus. Nein, 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 nein. Aus. Sitzplatz aus. So, normalerweise hätten wir noch volle Karacho da gegenballern können. Das will ich aber nicht. Schaut es euch an. Eine richtig coole Brücke, oder? Und war eine ordentliche Brücke mal und nicht nur so ein verrafftes Boot. Okay. Und wie ihr seht, hier ist ein Generator, der auch mit Dampf wohl betrieben wird. Denn wir müssen jetzt dieses Fass hier nehmen. Ich meine, das war ja relativ klar, ne? Packen das hier drauf. Und... Power on. Ja, dummerweise macht es genau das, was wir nicht wollen, nämlich die Brücke anheben. Mit den Gewichten hier. Absolut idiotisch. Dankeschön, Spiel. Aber das können wir natürlich regeln. Hier ist eine Lampe. Ich denke, die Lampe kann ja nicht schaden, ne? Kann man ja mal mitnehmen. Ich finde es super, dass das Achievement Horda heißt. Ja, du nimmst einfach irgendwelchen Brick-a-Brack mit und hast den halt jetzt da in deinem Gefährt, yo. Bringt dir nichts, aber ist cool. So, und jetzt? Ups. Zum Glück hält die Brücke noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier runterkomme. Wahrscheinlich einfach springen. Whee.
Wir sind hier aus irgendeinem Grund federleicht und können fliegen. So. Da oben ist noch Platz für eine Lampe. Nicht, dass wir dort genau eine bräuchten, aber... Warum nicht? Doch, hier ist ja noch ein Haken, seht ihr? Ich habe den eben nicht gesehen, aber jetzt passt's. Okay, jetzt dürfen wir die Segel aber nicht aufmachen. Auch ein Fehler, den ich im Stream gemacht habe. Wenn wir die Segel aufmachen hier, dann knallen die da oben gegen und dann gehen sie kaputt. Kaputt. Aber dafür haben wir ja unseren Sekundärantrieb. Ich finde ihn zumindest sekundär, weil er verbraucht Strom oder Treibstoff. So, schön langsam über die Brücke. Da müssen wir leider jetzt wirklich durch. Upsala. Ja, Notaus wurde betätigt. Und bam. Ja, wir kriegen keinen Schaden von dem bisschen. Wir dürfen nur nicht gegen irgendwas Massives rasen. Ach, sehr cool. Ja, und jetzt können wir im Grunde wieder stoppen. Denn wir haben wieder Wind, wie ihr oben gesehen habt. Jetzt nicht mehr. Ist kein Wind mehr da? Na? Wir hatten gerade noch Wind. So, wenn das Seil da ist, dann bleiben die Segel aufgespannt. Wir sollten vielleicht mal wieder eine Kiste da reinpacken. Bitte nur die Kiste, Freunde. Ja, so. Okay. Und dann geht's weiter auf unserer Reise. Wie findet ihr das Spiel so, Leute? Was haltet ihr davon? Schreibt mir Kommentare, lasst mir Bewertungen da. Findet ihr es gut, dass ich hin und wieder mal so ein kleines angezockt mache, wenn ich so ein Spiel erhalte? Ich hätte, glaube ich, sogar noch ein paar auf Lager. Hoffentlich finde ich mal die Zeit dazu, die auch zu bringen. Wäre ja nur schön, wenn ich sie gut finde, ne? Und da gibt es so ein paar, die ich ganz gut finde. Aber ja, hier endet zumindest für uns diese Reise. Und ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Projekt wieder oder auch bei einem weiteren angezockt. Ich bin's, euer Gary the Gamerid, und sage Tschüss.